Ja, hey Freunde, und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier heute wieder beim Magnetfischen. Ich habe heute einen Gast dabei, zumal haben wir zwei Gäste dabei. Und zwar der Outdoor-Tino und der Marcel. Ich habe sie mal eingeladen, die haben mich ja beim letzten Mal auf die Lost Place Tour eingeladen. Ich habe die mal eingeladen zum Magnetfischen. Ich hoffe, es wird spaßig. Wir holen einen schönen großen Fund raus. Was meinst du, Tino? Bitte? Ja, ich hole einen schönen großen Hund raus. Oder? Ein Hund holt ihr raus? Auch nicht schlecht. Eine Meerjungfrau? Ja. Hast du doch zu Hause sitzen, oder nicht? Ja, aber wir finden eine aus Gold. Der Mann? Von einem Piratenschiff vorne abgestürzt. Er ist zuversichtlich, der Mann. Gut, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Handschuhe an und los geht's. Ja, ja, Freunde, ich schmeiß da mal den ersten Wurf. Wollen wir mal hoffen, dass wir was Schönes finden. Los geht's. Gut, das war ja schon ein Wurf, nur für eine 7-Jährige war ja gar nicht schlecht. Ne? So, wir haben natürlich auch einen Eimer mit, das hole ich noch kurz hier ein. Also wir haben einen Eimer mit. Ne? Die Sachen, die wir finden, nehmen wir natürlich mit. Wir reinigen natürlich auch damit so ein bisschen den Rhein. Ne? Eigentlich könnten wir damit mal in die Medien kommen. Hier Lahnsteiner, YouTuber und Marcel reinigen den Rhein. Wer ist dafür? Das haben wir da gefunden. So, ein Stück Eisen. Handschuhe steht hier, was ist das? Ein paar Steinchen dran. Jetzt hat der René natürlich auch die passenden Handschuhe, ich habe sowas nicht, aber beim nächsten Mal dann. So, und dann halt. So. Lacke, ne? Nichts mehr zu wegen ist. Ja. So, Freunde, schmeiß ich schon mal rein. Und dann schmeißt gleich mal der Tino oder der Marcel. Mal gucken, wer von beiden mal möchte. Wollen wir mal aufs Schöne hoffen. Weiter geht's. So, du hast eine kleine Kackwurst gefunden. Eine Kackwurst, ja. Na, Freunde. Sieht ein bisschen komisch aus, wie der Tino schon sagt, bei Piep, Wurst. Kackwurst darf man sagen, das ist nicht mehr schön, Kackwurst macht jeder. Aber ich würde sagen, das könnte auch... Ja, wieder nur Schlacken dran. Ja, Freunde, da würde ich mal sagen, schmeißt jetzt mal der Tino oder der Marcel. Mal gucken, ob die was rausholen. Vielleicht haben die einen Patronen. So, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Mach das mal. Ich hoffe, stell dich da ein, wie du denkst, wie du kannst. Ja, ich gehe ein bisschen näher ans Wasser. Vorsicht, dann hinter dir an einem Piercing unten hängen bleibt. Klick, oh! Gut. Ja, meine Tochter ist 10, die hat weitergeschmissen. Test. So, jetzt ist das hier auch ein bisschen, siehst schon, wie der Seil hier, also der Strömung ist hier schon ein bisschen mehr wie, ich glaube, hat direkt schon was angebissen. Gut, mein erster Wurf war nichts. Außer Dreck. Soll auch vorkommen. Guck aber genau nach, weil vielleicht hast du auch mal eine Münze dran. Aber merkwürdig, dass diese Steine hier magnetisch sind, oder? Ja, Eisenablagerungen, ne? Ja? Eisenablagerungen. Guck mal, die Steine. Also hier, das war nix. Hier, kleinen Goldzahn. So, ich mach noch einmal, dann darf man Fell machen. Ja, Freunde, der erste Wurf vom Tino war nix. Versuch jetzt noch mal. Mal ein bisschen mehr... mit Elan. Wams! Bong! Wie früher in der Jugend hast du dir einen Chaco gebaut. Ne? Du wolltest ja jedem zeigen, wie es geht. Da hast du dir 22 Mal gegen den Hinterkopf geschmissen. Dann hast du auch keinen Bock mehr auf Chaco. Oh, Freunde. Aber er steht noch. Aber die 20 Meter sind fast weg. Ne? Will ich nicht abreißen. Du reißt ab, dann ist er weg. Gibt's 9, fertig.
ist das Risiko beim Magnetfischen. Also gibt es da welche, die den schon mal verlieren, oder was? Ja. So, ich werde jetzt reinspringen. Ich denke, das schätze ich nicht beim Werfen. Ne? Ab hinterher. Ja, Freunde, das war Marcel sein erster Wurf. Mal sehen, was er rausholt. Ja, Freunde, wir sind ja heute an dem wunderschönen Rhein. An der Stelle, wo eigentlich auch viele Fahrräder unterwegs sind, wo viele Leute auch hier ein bisschen, wie soll man sagen, branchen, auf den Schienen sitzen. Ja, hier ist auch, oh, ja. Marcel hat was Dickes. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was hier Nettes rausholen. Aber ist erst der Anfang. Hey Freunde, wir sind hier am neuen Standort. Jetzt angeln wir weiter an der Lahn. Der Tino macht den ersten Wurf. Wollen wir hoffen, dass wir hier schön was rausholen. Los geht's. Ja Freunde, der Tino hat seinen ersten Wurf gemacht. Das ist der erste Gegenstand, der er rausgeholt hat. Ich würde sagen, sieht so ein bisschen aus wie so eine Auspuffschelle. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Abwarten, was als nächstes rauskommt. Vermisst die Stadt bestimmt. Die Schraube. Ah, Mutter. Ja, Mutter, Entschuldigung. Dein Marcells Mutter. Schöne Grüße rausgehen an Angie. Hier, deine Mutter. Ja, Freunde. Dann mache ich jetzt auch mal den ersten Wurf. Genau, so, René ist dran. Ich bringe mal meine Fundstücke in Sicherheit. Meerwasser. Oh, wie cool! Was hast du? Oh, eine Schraubenschlüssel! Ja, Freunde, einen kleinen Schraubenschlüssel haben wir gefunden. Jede Menge Nägel. Weiter geht's. Dann werde ich nach dem Schwarm. Ah, schon wieder ein alter Schwarm, oder? Gute Zang, hey! Gute Kniebacks! Hey. Ja? Wieder Moliereisen und die passende Zange zum Moliereisen. Oh, ey. Hast du ja bald einen Werkzeugkoffer zusammen? Ja, aber bald einen Werkzeugkoffer voll, das stimmt. Na Freunde, schön, ey, hier geht's sogar noch hier, guck mal. Ja, die ist kontrolliert. Na Freunde, schöne Zange hier. Gewindestab. Klasse. Und Gewindestab. Was ist da was dran hier? Hallo Freunde, Marcel hat was Schönes, Großes. Ey, eine Knarre! Ernsthaft? Nee, oder? Was ist das für eine Knarre, oder? Was ist das für eine Pistole? Ja, im ersten Augenblick, ja. Ah, ne, ist nur so ein Winkel. Ja. Aber hat ausgesehen wie so eine mittelalterliche...
Was noch? Schrauben? Keine Ahnung, was das ist. Schummernagel. Ja, Freunde, würde ich sagen, geht's weiter. Wir haben auch schon jede Menge Besucher hier. Die genießen das richtig. Ja, weiter geht's. Oh. Oh, doch, guck mal, hier Geld damit drin. Echt? Und eine Batterie. Wie viel sind? 10 Pfennig. 10 Pfennig, Freunde. Top. Ja, Freunde, und ganz wichtig, Batterie ist raus. Marcel hat 10 Pfennig rausgeholt. Klasse Fund. Weiter geht's. Ah. So, was hast du? Und wieder ein Moniereisen. Ein Moniereisen. Ja, ein Stück Schlafen, ein Stück Alter. Oh, hier und schon wieder 10 Pfennig. Und schon wieder 10 Pfennig. Und ein bisschen Wasser im Mund. Quatsch. Alle sind 5 Cent. So. 5 Cent. Haben wir jetzt schon eine Flasche Bier aus dem Lidl zusammen. Ne? Ich glaube 19 Cent kostet so eine Flasche Bier. Ja, René, alles nochmal. Das war mal ein schöner Weiterwurf. Sehr schön, René. Dankeschön, Tino. Bitte, bitte, Streambuddy, Entschuldigung. Na gut, ich heiße Tino. Bei mir macht das nichts aus, ne? Das ist ja bei dir, ist das ja ein Künstlername. Oh, egal. Ne? Aber die meisten, die den René, den Streambuddy abonniert haben, wissen ja sowieso, dass der René heißt. Ne? Weil. Könnt bei mir ruhig auch mal ein Abo da lassen, ne? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ja, Marcel noch mal. Komm, Marcel, wir brauchen einen spektakulären YouTube-Fund. Ja, dann mach mal. Mach mal. Oh, hey, ein Schild. Oh, Geld schon wieder. Wo? Ach da, hier. 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 Ja. Ja, Freunde. Täterwechsel gefunden. Ja. So, nächster Wurf. Wer möchte? Marcel oder? Du nochmal oder? Egal. Die Lanz groß genug, man kann auch genug schmeißen. Also Magnetfischen? Nee. Ich würde sagen, im Sommer macht das noch ein bisschen mehr Spaß, dann ist es nicht zu kalt. Ne? Willst du sagen, dass es kalt ist heute? Nee. Oh ja, schauen wir was Schweres dran, Freunde. Oder was? Das längliche, was ich überall festhabe. Oder das? Was hast du? Oh, Freunde. Ah, herrlich. Hier, das ist nochmal wieder ein schöner Fund. Ein altes Lenkrad, würde ich sagen. Vielleicht kommt mal. Wenn wir jetzt Magnetangeln gehen, sollten wir vielleicht einen Schrotthändler anrufen. Nee, ich hab ja meinen Spronner. Also hier, Vierkantrohr. Ah, der Tino hat auch mal einen guten Fang gemacht, Freunde. Daumen hoch dafür. Das ist mal wieder witzig, wie er sich mit dem Magnet quält. Ja, nochmal ein Stück. Altes Rohr. Ja, du musst es mehr hier hin. Wir können doch den Umbau ein bisschen hier rüber gehen, ne? Ja, alles gut. Da kannst du nämlich direkt in die Schlucke. Ich hinter dich an deinem Piercing hängen bleiben.
Freunde, ich hab's auf Kamera. Und das kommt definitiv rein. Ah. Was hab ich eben noch gesagt? Hol alles aus der Tasche und liegt schneller drin, als du gucken kannst. Raus und machen! Was ist das denn? Die Schraube auch wieder. Also die Schraube mit Mutter. Ja, Freunde. Geldrichtung mehr hier rüber geschmissen. Eine Schraube, hat der Tino gerade rausgeholt. Mit Mutter noch dran. Ja, Freunde, jetzt könnt ihr hier sehen, Kupferrohr, was der Tino rausgeholt hat. Ja. Da noch einen Röhrchen rausgeholt. Auch noch gerade noch dran. Tino, stell dich auf das Rohr und zieh den Magneten. Oh, das ist auch geschmiedet. Alles hier. Ah ja. Das könnte auch schon älter sein, könnte aber auch von einem geschmiedeten Geländer gewesen sein. Hier sieht man nämlich die Schmiedespuren. Hat auf jeden Fall gute 4 Kilo. So Freunde, das war's. Ich zeige euch jetzt noch die Funde, was wir heute alles aus der Lahn rausgeholt haben. Nachdem die Sache mit dem Rhein vom Tino hatte sich ein bisschen verschätzt. Er dachte, da wäre mehr drin. Ist aber nicht so. Aber egal. Wir wurden um eine Erfahrung reicher, dass da nichts drin ist. Der Mann ist komplett außer Puste. Nee, raus und machen, ne? Ich bin hier nicht außer Puste. Ne? Schwer am Schnaufen. Ist er wohl. Ne, auf jeden Fall, ich zeige euch schon mal gerade die Funde. Ein kleiner Eimer mit, ja, würde ich sagen, 10 Kilo Schrott vielleicht. Da haben wir jede Menge Stangen, Eisenstangen rausgeholt. Für Bauarbeiter diese Markierungsstangen. Dann haben wir hier ein klein bisschen Werkzeug rausgeholt. Ein 10er Maulschlüssel und eine Knipex-Zange, die sogar noch funktioniert. Du hast den Kanal schon und probiert? Jede Menge Kleingeld. Ja Freunde, ich hoffe, es wird euch gefallen mit dem Tino. Wir haben voll Leute vor, demnächst noch ein bisschen mehr zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und immer schön die kleine Glocke aktivieren. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.